Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Das Schwarze Auge Drakensang, wo wir heute noch tiefer in die tiefen Höhlen von Gruldur vordringen werden. Immer auf der Suche nach dem nächsten Zyklopen-Artefakt, um die letzte der runden Türen zu öffnen und uns damit natürlich auch den letzten Hinweis in Bezug auf den Verbleib des adamantenen Herzens anzueignen. Gleichzeitig sind wir jetzt hier in einem Gebiet, das die Grolme damals in ihrer Konfrontation mit den Zwergen eben diesen abgenommen haben müssen, denn wir treffen jetzt hier vermehrt auf untote Grolme, die übrigens in der Tat ein gar garstiges Gift besitzen. Und das bedeutet, dass wir hier irgendwo in der Gegend im Zweifelsfall tatsächlich auch das Amulett finden werden, was der Zwergengeist am Eingang ganz gerne hätte, damit er sich endlich zur ewigen Ruhe betten kann. Es gibt also viel zu tun, da sollten wir definitiv keine Müdigkeit vorschützen. Ich würde sagen, wir starten einfach los. Die Expedition geht weiter. Oh, Feuermoos. Und hier geht's ja gar nicht weiter. Was ist denn das jetzt? Das ist ja frech. Gab's noch einen Weg? Ich bin einen Seitenweg gegangen erstmal, ne? Oder ich... Ah ja, hier unten hoch. Natürlich. Ich habe übrigens gerade eben Ace Attorney gestreamt. Dementsprechend... natürlich wieder vergessen, den Cursor wieder einzublenden. Och, Manno! Warum passiert mir das ständig? Das ist, wenn ich zu hektisch werde. So, hier nach oben geht's ja noch. Sind das jetzt die Zwergenräume? Ja. Okay. So, Kinders, seid ihr alle da? Du bist noch am Leben? Go, go, go! Sei achtsam! Die Grollmorin besitzen hier einst schon uns Androschien! Fallensteller, kleine Biester! Du bist bei diesen Kämpfen gestorben? Oder in einer ihrer Fallen? Nein, habe nicht gekämpft! Niemand war mehr am Leben, als ich hier suchte. Was habe ich nur gesucht? Alles ist vergessen. Warum haben sich hier Zwerge und Grolme bekämpft? Die Grolmorim waren scheußliche Drachenverehrer. Warum weißt du das nicht mehr? Die Grolme haben hier unten wirklich Drachen verehrt? Seltsam. Hast du hier jemals Drachen gesehen? Er betet noch heute zu ihnen. Aber ich habe nie Drachen gesehen. Vielleicht habe ich es aber auch vergessen. Warte, nicht in Luft auflösen! Puff, war er weg. Ei, Yangraikara. Gelinge im Schein der Mada. Okay, Fallen also. Ja, das kann ja heiter werden, nicht wahr? Aha. So. Lässt sich diese stabile Tür öffnen? Ja. Dann schauen wir erstmal diesen Gang hier entlang. Da unten sind wieder Grolme. Ich warte darauf, dass die Grolme hier hochschlawenzeln. Die sind ja relativ langsam. Und sich dann alle auf das Skelett stürzen. Und dann schmeißen wir von hier hinten. Nandos. Feuerbälle. Das war so mein Plan.
Dann bringe ich den Rest der Truppe gar nicht erst in Gefahr. Oder zumindest nicht direkt. Wir können schon mal ein bisschen... Gelinge im Schein der Mana. Ja, warte, machen lieber einen Flammenstrahl. Magica Perturbatio. Ja. Was befehlt ihr? So, werden die anderen drei abgefangen. Für Rutger. Ah, ja. Der Halbkreis bilden. Er hat sich vergiften lassen. Ah, er hier vorne auch. Magica Perturbatio. Sanya. Und Feuer! Also, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann kann er sich auch mal heilen. Und ja, ich habe das Giftamulett nicht vergessen. Ich habe ja gesagt, ich behalte es im Hinterkopf für Notfälle. Aber gleichzeitig fühlt es sich für mich so ein bisschen wie so ein Exploit an. Und deswegen will ich es nicht die ganze Zeit nutzen. Also zumindest nicht auf die Art und Weise, dass ich es ständig von einem Gruppenmitglied zum nächsten weiterreiche. Wenn wir echt in Bredouille geraten sollten, jo. Gelinge im Schein der Marder. Ich will jetzt mal wieder. Ich versuche mal wieder einen Djinn. Komm. Compareo. So. Man muss sich ja auch das ein oder andere Ass noch in der Hinterhand halten, ne? Natürlich ist die Truhe verschlossen. Na gut. Dann schlösseln wir sie mal auf. Zur Stelle. Ja. Jawohl. Gut, gut. Bei Trall, da müssen wir langsam aufpassen. Vielleicht ein bisschen mehr Gewicht dann mal Ankoron anvertrauen hier. Das geht ja gar nicht weiter. Das ist schon irgendwie belastend, aber na gut. Komm, Genie, wir gehen. Speerfalle. Speerfalle klingt nicht so angenehm. Ich laufe den Kreisen. Magica Perturbatio. Was befehlt ihr? Oh, dieses Durcheinandergewuschel immer, weil sie nicht in der Lage sind, sich vernünftig zu positionieren. Und das nur, weil halt alle durch alle durchlaufen können. Das ist total lästig. Oh,
Wenn man sich nicht selber drum kümmert. Ja, dann eben ich. Komm. Komm. Dann nicht. Formation. Komm, Pareo. Nimm das. Gut, gut. Und den letzten noch. Nandos. Und plupp. Hi. Hi. So viele Parierstangen. Und ich war der festen Überzeugung, ich hab halt keine. Komm. Komm, Pareo. Vielleicht noch den Djinn heilen. Der scheint ja tatsächlich... Also ihr hattet ja geschrieben, der große Vorteil des Skeletarius, beziehungsweise des untoten Beschworenen gegenüber den anderen, oder quasi vor allem halt gegenüber dem Geisterbären, ist, dass der halt immun gegen Gift und sowas ist. Was der Bär nicht ist. Und beim Djinn wart ihr euch ja nicht so ganz sicher, aber der Djinn scheint auch immun gegen das Gift zu sein. Zumindest hat er das Gift nicht abgekriegt, ja? Haha. Ich traue dem Frieden gerade nicht so ganz. Hier geht's nach oben und nach unten. Ja, toll. Ich habe eine Falle ausgelöst. Wie ist das eigentlich, so Fallen zu entschärfen, während man brennt? Ist das schwierig? Fünfzehner-Truhen. Das ist natürlich einiges. Felsspalter, ein Statussymbol zwergischer Krieger und Anführer, eine Zweihand-Hiebwaffe. Wäre ja höchstens was für Vorgrim, das ist der einzige, der Zweihand-Hiebwaffen geskillt hat. Aber mitnehmen tun wir es natürlich erstmal. Ich bin ja gar nicht so. Ich bin ja durchaus in der Lage, aus meinen Fehlern zu lernen manchmal, ein bisschen. Sanja. Nicht viel, aber... Ja, Mensch, Stinway. Was haben wir hier unten noch? Ein Fass. Die Inhalte von diesen Fässern, sind die eigentlich festgelegt oder werden die zufällig ermittelt? Aus so einem bestimmten Vorrat heraus oder sowas. Ist da irgendwas bekannt? Das sieht sehr verdächtig aus, finde ich. Aber Sindway findet nichts, also... Da ist ein Feuergeist. Da sind sogar mehrere Feuergeister. Magica Perturbatio. Gibt es einen Grund, dass die anderen nicht zum nächsten Sanja, weiterziehen hier? Seid ihr doof? Für Rondra und Farmalor. Das Bild ist schon spannend, ne? Also. Nimm das! Zur Stelle. Ach, da ist der andere. Das überlegt so. Hm. Komm. Komm. Komm, Pareo. Wir haben gerade einen relativ starken Djinn, den will ich jetzt erstmal kurz am Leben halten. Deswegen heile ich ihn erst, bevor ich hier nochmal mit den Spezialdingern zuschlage.
Weil diese blöden Feuerelementare explodieren, wenn man sie tötet. Ich brenne. Ich meine, ja, gut, rein theoretisch könnte ich Brandsalbe zum Kontern benutzen. Und rein theoretisch habe ich mehr als genug davon dabei, aber... Da ist schon wieder geklickt, obwohl ich das nicht wollte. Ich lausche dem Wind. Alaoyama Aldrasora Magica Perturbatio. So, immer schön den Armaturz oben halten. Das ist ja schon wieder ein ganz anderes Gebiet. Ich dachte, wir wären wieder auf der vorherigen Ebene zurück. Ich wollte gerade sagen, diese Pilze sind doch grundsätzlich Fallen, in die wir stolpern können. Gut, gut. Ja! Komm. Jorai! Komm, Rondra. Komm, Pareo. Ja, recht drin. Ja. Widerstand. Ja! So, und jetzt sind wir schön drauf und dann passt das schon. Dann nicht. Was befehlt ihr? Ach, da hinten bei dem Djinn steht auch noch einer. Den hab ich gar nicht gesehen. Nimm das! Sprich. Formation! Ich? Sikarian. Für Rutka! Ei. Wie viele Schmiedehammer die hier dabei haben. Das eskaliert gerade ein bisschen. Falle. Ja. Magica Perturbatio. Einmal drauf da. Magica Perturbatio. Komm. Komm. Komm, Pareo. Für Rutger. Der Djinn schlägt sich auf jeden Fall ganz gut. Abgesehen davon, dass er halt so ein bisschen auf der Stelle tritt. Aber tun wir das nicht in unserem Leben alle irgendwann mal. Manda, gut, gut. Yoai Banda. Sikarian. Ich lausche dem Wind. Lausch lieber mir. Pass auf, was du zu tun hast hier. Dem Wind lauscht. Ich spinne. So, und weiter. Der Dungeon hier funktioniert. Wühlstraße, okay. Der Dungeon hier funktioniert viel besser als. Magica Perturbatio. Nandos. Der. Dich? Rattendungeon. Ja! Ja, wir haben noch ein paar Mal.
Ich glaube, ja. Ja. Dann eben ich. Komm. Komm. Kompareo. Ich bin gespannt, dass die Wühlschwarte als gefährlicher angesehen werden als die Grolme. Obwohl die Grolme halt dieses fiese Gift haben und die Wühlschwarte ja, einfach nur wühlen. Falle. Es sei denn, sie ist bereits ausgelöst worden. Okay. Sprich. Einkreisen. Die hat doch von Anfang an keine Chance hier. So. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass Trall da aus einer von dieser Spinnen vielleicht doch mal irgendwas Nützliches rauszieht, aber... Weg mit die Spinnen. Da vorne sind wieder bearbeitete Gänge. Und Gräume. Vernichtet sie. Zur Stelle. Und da plumpst er. Die haben uns nicht mal gebissen. Da ist die Leiche. So. Ei. Feyar Taragra. Nandos. Ah, jetzt. Yeah. Okay, da war ich vielleicht ein... Ich geb's zu, da war ich eventuell einen Schritt zu dicht an dieser verkackten Falle dran, die ich gerade entschärfen wollte. Ich geb's ja zu, war mein Fehler. Entschuldigung, Sinway. Sieht aus, als ob wir uns hier auf einem befestigten Bereich zu bewegen. Ich glaube, das hat er schon. Flüche werden euch nicht helfen. Sie werden euch überrennen. Morolos gehört uns. Okay. War das jetzt eine Erinnerung an die Vergangenheit oder eine Prognose für die Zukunft? Ich habe tatsächlich weitere Erscheinungen gesehen. Es sind die Geister derjenigen, die hier gegeneinander gekämpft haben. Vielleicht lässt sich noch mehr herausfinden. Ich werde nach weiteren Erscheinungen suchen. Vielleicht erschließt sich mir dann, was hier passiert ist. So, schauen wir mal. So, auf sie mit Grombrüll. Recht ihren Widerstand. Komm. Komm. Kompareo. Wir lassen sie brennen. Ach komm, machen Fulminictus. Und zwar da. Gelinge im Schein der Marder. Ich? Sikarian.
Mir müsste jetzt so langsam dann auch das nächste Artefakt irgendwo liegen, komm, ne? Weil wir uns der rissigen Tür nähern. Hi. Ich wollte sagen, müsste da nicht noch einer liegen, aber da liegt er, ja. Ist relevant, was an den Wänden zu sehen ist. Da ist auf jeden Fall die richtige Wand. Das ist unser Weg hier raus. Deswegen gehen wir erstmal hier lang weiter. Eine Falle. Okay. Ja, gut, okay. So. Ab jetzt müsste es aber gut gehen, oder? Nimm das! Ja, was Halbkreis bilden! Das war doch nur der Initialschock hier, ne? Ja gut, mein Genie hat's erwischt. Ansonsten, ihr dürft da gerne drauf einprügeln. Also, es sei euch gestattet, ganz ehrlich. Ich habe kurz überlegt, ob ich ihn heilen soll. Ich hätte es mal machen sollen. Halbkreis bilden. Na ja, egal. Sprich. Aber warte mal, er kann ja selber heilen, ne? Das wird er wahrscheinlich nicht mehr schaffen, aber naja. Bei Rondra. Gut, jetzt muss ich wohl doch mal einen größeren Heiltrank trinken hier. Das ist natürlich ein bisschen unangenehm. Für Rondra und Pamalor. Und da spawnen da immer wieder neue. Ist das das Problem? Recht ihren Widerstand. Einkreisen. Zur Stelle. Nimm das. Okay, jetzt sind wir alleine. Das ist nicht gut. Bin ich überhaupt in der Lage, da Schaden zu machen? Nicht so wirklich, ne? Ich glaube, die Aktion hier ist nach hinten losgegangen. Da war ich wohl ein bisschen zu laissez-faire, wa? Dann laden wir halt neu. Ich hab's verkackt. Ich gebe zu, es war alles absolut meine Schuld. Dann machen wir den Kampf nochmal. Da lag ja das Artefakt. Oh nein, hier habe ich das letzte Mal gespeichert. Ach, scheiße. Aber das ist jetzt ärgerlich. Ich hab da drauf gedrückt, ey. Das ist ja jetzt ärgerlich. Weil das bedeutet, dass ich den Kampf ja auch nochmal machen muss. Boah. Ich muss ja, mal. Gut, dann wird das Rückmatch mit den Feuerelementaren, so viel kann ich euch an dieser Stelle schon mal versprechen, in der nächsten Folge dann stattfinden. Gut, gut. Ja, da einfach ein bisschen mehr aufpassen soll. Einmal mehr heilen und vielleicht im Vorfeld wirklich mal die Brandsalbe ausnahmsweise. Aber hinterher ist man immer ein bisschen schlauer dann, ne? Ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm, wenn ich nicht so dumm gewesen wäre, nicht zu speichern. Jawohl. Halbkreis bilden. Ja.
Nimm das! Dann wäre ja auch nichts passiert. Dann ne? Ja. Naja. Aber dann haben wir schon was, auf das wir uns freuen können. In der nächsten Folge von Drakensang. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.